oder aus was es hergestellt wird. Also gerade im Augenblick wird noch ein Standard Comfort Meal gekocht. Und ja, zum Thema neue Carrier ist es so. Unsere Träger werden jetzt an den Tavernentischen irgendwann mal, wenn sie Zeit und Lust dazu haben und Hunger, sich Essen holen. Mal gucken, ob sie es demnächst machen. Werden sie wahrscheinlich nicht machen. Ah doch, sie gehen jetzt essen. Gut. Oh, und die holen sich doch, aus der Market Fountain. Ja, stimmt, die holen sich aus der Market Fountain das Wasser, was sie brauchen. Also die hier essen schon mal. Die hier müssen noch auf ihr Essen warten. Wahrscheinlich, weil gerade kein Koch frei ist. Und ja, wie gesagt, also das Essen hat ein Nutrition Score, der halt abhängig ist von den Zutaten, die verwendet werden. Und wenn in einem Haus genug gegessen wurde, also an Comfort Meals, nicht an Nutrition Meals, dann entstehen dort Babys, die dann zu neuen Trägern werden. Ja, so einfach funktioniert das. Also das Essen macht neue Träger, die dann zu neuen Arbeitern werden. Und gleichzeitig gibt es Essen für die Bergarbeiter. Und ja, die haben schon mal das Problem, ihr Output Storage ist voll. Können sogar nur 16 Limestone tragen. Liegt wahrscheinlich daran, dass auch hier die Steine voll sind. Also ja, wir werden wahrscheinlich bald einen zweiten Stonemason brauchen. Haben wir dafür noch Stonemason Arbeiter frei gerade? Mal gucken. Smelter, Smith, Woodcutter, Stonemason, ja. Also errichten wir hier auch gleich mal den zweiten Stonemason, weil wir brauchen auch. Den können wir eigentlich auch ruhig hier errichten. Weil man, wie man sehen kann, unsere Grenzsteine sind auch ziemlich begrenzt jetzt. So. Was wir aber auch brauchen, sind neue Rationen eigentlich für die Explorer-Hütte. Weil die Explorer nehmen sich immer Rationen. Und wenn man genau hinguckt, der Ration Maker, die wir noch nicht gebaut haben. Ja gut, der nimmt auch die reinen Produkte hier.
Und macht daraus etwa, macht daraus Rationen. Also hier steht ganz genau, was er benutzt. Also eigentlich Brot, Fisch und Fleisch. Und natürlich Feuerholz. Aber Feuerholz sollte kein Problem sein. So, wir haben endlich im Trade Center einer anderen Fraktion discovered. Und damit auch seine Objectives. Also das da oben ist aufgeploppt. Wie man sehen kann. Also ja, wir werden auch bald einen zweiten Förster brauchen, der uns noch mehr Softwood anbaut. Auch wenn das Softwood eigentlich ziemlich zu funktionieren scheint gerade. Ja. Was wir als nächstes machen sollten, wir brauchen mehr Wachen. Deswegen ist eine Militärakademie wichtig. Ja, hier haben wir übrigens noch die restlichen Explorer- und Militärgebäude. Also, wir haben ja jetzt nur Guard Tower gebaut. Das ist sozusagen die kleine Garnison, das kleine Garnisonsgebäude. Wie man es auch aus anderen Siedlerspielen, also aus Siedlerspielen. Ich sollte offiziell keine direkte Verbindung zwischen Pioneers of Pagonia und Siedler ziehen. Aber ich will Vergleiche ziehen. Also in anderen Spielen sind das halt die kleinen Baracken oder kleinen Wachtürme. Da gibt es die Garnison, wo mehr Leute drinstecken können. Und im Military Camp, ja, da warten sie halt, dass sie nicht auf dem Schiff warten. Also ähnlich wie das Construction Camp. Und da gibt es noch die Geologenhütte, wodurch Geologen halt in den Bergen dann nach Rohstoffen suchen. Aber so weit sind wir nicht. Ich bin jetzt erstmal an dem Punkt, wo ich für neue Wachen sorgen möchte. Dafür brauchen wir nämlich eine Militärakademie. Die bauen wir hier. Und einen Wood Workshop, den wir daneben bauen. So. Gut. Damit ist das schon mal in Auftrag gegeben, weil der Wood Workshop, der macht uns jetzt erstmal Speere und Schilde, was unsere Wachen brauchen. Also unsere Standardwachen. Ich glaube, wir brauchen hier auch nicht wirklich andere. Man sieht aber auch halt schon hier die anderen Produktionsgebäude, sage ich jetzt mal. Also den Toolsmith, der ist wichtig. Wenn wir neue Werkzeuge brauchen. Und ja, Guild Hall. Die ist halt, wie da steht, da um Construction Worker auszubilden. Also die werden entstehen nicht automatisch so wie Arbeiter für Gebäude. Was ja klar ist. Weil wie sollen die automatisch entstehen? Das muss man schon dann sagen, ich will nochmal 5 Carrier oder 10 Carrier und 5 Digger, weil einfach das Bauen nicht nachkommt. Ja, dann halt die ganzen anderen erweiterten. Also erstmal der Toolsmith natürlich, den man braucht, damit die Arbeiter und auch die Construction Worker ihre Werkzeuge kriegen. Wie man auch schön sehen kann, es gibt viel mehr Werkzeuge wieder. In den letzten Siedlerteilen gab es entweder gar keine Werkzeuge oder es gab ein übergeordnetes Werkzeug, was Werkzeug hieß. Und ja, die ganzen verschiedenen Schmiede hier. Also Weaponsmith, der einfach Waffen für die
für die Soldaten herstellt, der Armorsmith die Rüstungen und der Artisan kann Silberschwerter und Fackeln verbessern. Interessant. Wahrscheinlich für diese für diese vier Nords, für diese und für diese Blade Dancer wahrscheinlich. So. Ja. Da unsere erste Aufnahmesession bald vorbei ist, kommen wir jetzt noch zum wichtigen Thema. Quests. Also die Aufgaben, um sich mit einer Fraktion zu befreunden. Sieht man hier oben, also für die Steel Mages hier, die rote Fraktion, wo wir jetzt schon mal das Trading Center entdeckt haben. Die haben vier Aufgaben für uns. Jede Aufgabe, die wir erfüllen, steigert unsere Freundschaft mit denen. Und wir sollen ja mit beiden Fraktionen übrigens Freunde werden, um die Map zu gewinnen. Das ist so halt das Kernelement dieses Spiels. Wir entdecken neutrale Fraktionen, erfüllen ihre Aufgaben und befreunden sie. Und die erste Fraktion will von uns, dass wir Abandoned Wagons finden. Davon haben wir schon mal zwei gefunden. Einen hier. Und einen hier drüben. Also zwei, drei Stück von fünf sollen wir finden. Haben wir schon mal zwei. Wir sollen ihnen 45 Eisenbarren liefern. Das heißt, wir müssen irgendwann mit der Eisenproduktion beginnen. Wir sollen Supplies zum Everlasting Light bringen. Feuerholz. 70. Und wir sollen von 6 Scarlet Blossoms sollen wir 5 entdecken. Scarlet Blossoms, wie viele haben wir da schon? Wo haben wir die Dinger zum Beispiel? Also das ist ja ein Abandoned Wagon. Warte, war hier oben nicht so geil? Ja, hier bei der Hütte. Also die wurde aufgedeckt, weil wir hier Sachen hinbringen können. Das machen dann nachher unsere Trader. Ja, aber so weit müssen wir erstmal kommen. Okay, unsere Militärakademie ist fertig, um uns das noch anzusehen. Also hier beim Wood Workshop können wir jederzeit sagen, was wir bauen wollen. Und er baut es dann und es wird auch angezeigt, was gebraucht wird. Also wenn wir Bögen machen wollen, brauchen wir irgendwann Rope. So, für ganz normale Wachen brauchen wir Holzspeere. Und mehr nicht. Für Veteranenwachen brauchen wir Eisenlanzen und Chainmails. Und für die brauchen wir sogar Hellebarden und Chainmails. Also bräuchten wir einen Waffen- oder einen Rüstungsschmied. Für die bräuchten wir eigentlich nur Bronze. Und für die bräuchten und ein Holzschild und so weiter. Also das ist die Militärakademie. In der Adventurers Guild können wir dann die anderen Einheiten ausbilden. Also wahrscheinlich auch Ranger und so. Die wir wahrscheinlich aber eher brauchen würden für Monster töten. Oh, wir haben da eine Scarlet Blossom noch entdeckt übrigens. Gut. Ja, ich würde aber jetzt mal sagen, dass das für die erste Aufnahmesession reicht. In der nächsten, also ich mache zwei Aufnahmesessions für dieses Let's Show, machen wir dann weiter, kümmern uns als nächstes um unsere Farmnahrungsproduktion. Müssen mal gucken, wo wir noch expandieren können, wo wir dann
Farmland haben, weil man sieht, es ist ziemlich mau am Anfang, das Land. Deswegen wollen wir auch neue Wachen machen. Das gebe ich dann das nächste Mal in Auftrag. Neue Wachen machen, dass wir einen neuen Wachturm errichten können. Und dann unsere Expansion weiter voranschreiten können. Also eher in die Richtung hier. Ja, und dann kümmern wir uns um Nahrung und um Eisenabbau. Müssen wir gucken, wo wir Eisen finden. Hier ist ein bisschen Eisen, wenn ich richtig sehe. Ja. Damit wir die erste Stadt beliefern können. Ja, aber so, dazu erstmal später. Jetzt speichern wir. Das wird einfach als Slot 1. Okay, ich glaube, das Speichern ist noch nicht ganz so gut. Ah ja. Gut, dann machen wir jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.